Hallo und willkommen, ja, zum höchsten Weizen-Tower, der jemals auf YouTube gezeigt worden ist. Und ich habe ihn gebaut. Er passt nicht mal ja auf ein Bild in der Höhe, da ich so weit gar nicht zurückgehen kann. Hier ist nämlich alles Wald. Und ich stehe hier auf einem kleinen Hügel. Ich hätte mich da oben auf mein Haus stellen sollen. Das ihr ja alle kennt aus dem Let's Play. Und ich renne mal kurz hier raus. Und ich zeige euch erstmal hier unten den Keller. Ja, gut, hätte ich jetzt gar nicht zeigen können. Das ist erstmal mein Lagerraum. Hier ist noch alles leer. Das wird sich aber gleich ändern, falls es überhaupt Minecraft überlebt, das Ganze abzuernten. Wenn man hier hochguckt, man kann den Himmel gar nicht sehen. Denn, ja. Das Ding ist bis auf 254 hochgebaut. Und das sind die ganzen Schaltungen, die nach oben führen. Und ja, wie das gebaut worden ist, habe ich euch ja in einem letzten Bild gezeigt. Und zeig mal kurz nochmal so eine Etage hier. Hier steht alles voller Weizen. Und hier kommt das Wasser raus, was hier runterfällt. Einmal da drüben rausfließt und hier rausfließt und in das Loch in die Mitte alles reinspült. So, bevor wir uns hier den Server zum Crashen bringen. Ach so, in jeder Etage, also in der 10. Etage. Ich habe übrigens die Etagen hier mit Schildern nummeriert. Das ist die 10. Etage. Da sind wir noch auf Höhe vom Haus. Da hinten geht gerade der Mond auf. Das stört mich aber jetzt im Moment nicht. Denn, ja, um alles zu zeigen, dauert es doch etwas länger. So, und hier ist es alles hell erleuchtet. Hier haben wir eine Plattform zum Rausgucken. Ja, die 10. Etage ist noch nicht hoch, aber jede 10. Etage hat hier so eine Plattform. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die nächste Etage finde. Oh, ich bin eine noch zu tief, also ich bin auf der 19. Und dann sind wir hier auf der 20. Da sind wir schon höher wie unser Haus. Unser Haus ist auf 124 Höhe und wir sind hier auch schon auf 149. Egal, jedenfalls, die Etagen sehen alle gleich aus. Und hier kommt die Redstone, ein Redstone Tower, der das Signal von ganz unten nach oben liefert. So. Jetzt muss ich erst mal gucken, auf welche Etage wir sind. Ach, wir sind schon auf 35. Dann zeige ich euch die Etage 30 gar nicht, weil die nämlich egal ist. Die ist genauso wie alle anderen auch. Und wir sind jetzt hier auf der, ja, 41. Das ist hier ein kleines Vordach, damit man hier, wenn man hier auf dem Ding steht, hier nicht nass wird, wenn es regnet. Ja, ansonsten ist jede 10. Etage. Hier ist die 40, also das ist die letzte Etage mit einer Aussichtsplattform. Dann gehen wir hier noch hoch und das ist die letzte Weizenetage. Die hat die Nummer 44, nummeriert ohne Erdgeschoss. Also ja, die erste Etage ist die erste Etage mit der Weizen, mit dem Weizen. Die unten mit den Kisten ist Erdgeschoss, die habe ich gar nicht nummeriert. Das wäre die Etage 0. Und wir haben hier 44 Etagen mit jeweils 9 mal 9. Wenn ich mich recht erinnere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, 9 Stück mussten da sein, damit hier in der Mitte das Wasser nicht runterfließt und ja, die Items darunter spült. Und hier möchte ich nicht mehr ins Loch fallen, denn da falle ich nämlich bis ganz unten hindurch und bin tot. So. Und dann haben wir hier noch den Maschinenraum. Hier kommt das Redstone-Signal an. Wenn ich unten schalte, geht die Fackel aus und schaltet hier mein Redstone hier aus. Und dann geht, ja, das kann ich euch nur von oben zeigen, in jeder Ecke, ja, eine Pistons schiebt sich dann zu und lässt das Wasser frei. So, hier habe ich mal oben frei gemacht, damit ihr euch das mal angucken könnt. Da ist nur eine Pistons drin, eine ganz normale, keine Sticky Pistons. Die Ski ist jetzt ausgefahren und hält das Wasser zurück. Wenn die eingefahren wird, wenn ich von unten das Signal gebe, dann, ja, dann ist Schicht im Schacht. So.
mache ich hier mal zu, damit wir hier nicht reinfallen. Und zeige euch noch, hier oben ist die Höhe 255, maximale Bauhöhe von Minecraft. Und hier habe ich eine paar Glasplattform. Ja, mit dem Connection Texturen Pack, da sieht das etwas merkwürdig aus. Aber das macht nichts. Darum stehen hier die Dinger, sieht aus, als wenn die frei stehen. Aber man kann hier drauf gehen, es ist Glas. Damit man hier oben ein bisschen mehr Sicht hat und da unten zum Beispiel das Haus angucken kann. Meine neue Baustelle dort unten, die sieht man natürlich jetzt im Dunkeln nicht, weil die nicht beleuchtet ist. Ja, und ja, da ist noch ein Steinbruch, wo ich hier die ganzen Kogels rausgeholt habe. Und der Wald, da hinten ist abgeholzt. Hier habe ich ihn immer mal wieder abgeholzt, wieder neu angepflanzt, wieder abgeholzt, wieder neu angepflanzt, um den ganzen Mist hier zusammenzukriegen. Denn ich habe hier wirklich nicht gescheatet, das könnt ihr mir glauben. So, hier ist noch ein bisschen Baumaterial. Ja, die Kiste ist voll, die lassen wir mal hier vor oben stehen. Die kann ich irgendwann wegräumen, wenn ich mal ein neues Projekt anfange. Und ich gehe ja mal mit dem Sommermod, damit es schneller geht, nach unten. Und unten werden uns wahrscheinlich jetzt hier die Creeper auflauern. Das heißt, ich muss in der ersten Etage unten mal kurz abbremsen und mal gucken. Ja, da unten ist Party. Und zumindest die Leute aus der Entfernung hier verjagen. Und hier immer eine Spinne. Die wir mal feige von oben erschießen. Natürlich kann ich jetzt hier schlecht rausgucken, weil der Zaun hier stört. Ja, und ja, scheint nichts weiter zu sein hier. Das heißt, wir werden jetzt mal den werden hier, nachdem ich hier die Monster gekillt habe, hier reingehen. Und dann werden wir den Server lahmlegen. Beziehungsweise den Singleplayer lahmlegen. Denn wenn ich den Schalter dort hinten betätige, stelle mich mal hier unter das Loch, vielleicht hält es denn trotzdem stand. Ja, ich habe die Reichweite ein klein wenig erhöht mit Singleplayer-Command. Und deswegen kann ich hier von der Mitte, wo ich hier stehe, ja, das Signal geben. Und ja, das dauert natürlich jetzt, da die Ticks, ja, eigentlich für jede Etage 2 Ticks, bis dass das überhaupt oben anfängt. Und dann braucht es natürlich auch eine Weile. Ich habe es nicht getestet, ob es funktioniert, aber wie man sieht, die Items kommen schon. Und deswegen mache ich jetzt hier mal eine Kiste auf und werde die gleich hier reinfüllen. Dann jetzt stehe ich hier in einem schönen Regen. Und meine ganzen Items kommen hier an und jetzt fängt es schon an zu laggen. Aber ja, wir machen hier die Truhe voll. Und ihr könnt mal ausrechnen, in jeder Etage gibt es 80 von diesen Dingern. Jetzt ist vorbei. Ja, doch, er reagiert noch. 80 Weizen stehen in jeder Etage. Jetzt hat es den Server lahmgelegt. Beziehungsweise mein Singleplayer. Jetzt leckt es. Ich hoffe, dass die Aufnahme noch funktioniert. Es läuft gerade mit 2 Frames. So, nachdem ich nun Minecraft komplett abgeschmiert war, die Frame waren ja richtig fett eingebrochen, lade ich jetzt mal noch die Welt nochmal neu und ich werde den Hebel jetzt nicht nochmal drücken. Ihr könnt es mir glauben, es funktioniert. Die ganzen Etagen werden abgeerntet. Ich hatte das Problem beim Test schon mal bei der Etage 22 gemacht. Da hatte ich alles abgeerntet, um die Samen wieder zu kriegen. Damit ich das bis oben hin anpflanzen konnte. So viel Samen hatte ich nämlich auch nicht.
So, und da war mir das auch schon einmal abgeschmiert und dann hatte ich das auf einem, ja, auf einen Home-Server gelegt. Und da konnte ich dann zumindest die Hälfte der Items nochmal retten. Und deswegen sind ja auch die Truhen hier, anderthalb Truhen, fast anderthalb Truhen, schon mit Weizen voll. Die waren jetzt nicht vom Ehemt abernten. Das schafft selbst der beste Rechner nicht, denke ich mal. So, wer will, kann so einen Tower noch, auch nochmal nachbauen. Bis auf 256 hoch. Ja, wie das mit dem Wasserfluss ist, ja, das kann ich noch mal kurz zeigen. Einfach, wir gehen einfach mal eine Etage hoch hier. Da kann ich den Wasserfluss schon zeigen. Oder ich gehe noch eine zweite Etage hoch. Übrigens, hier fängt die 1 an. Also nicht dort unten, wo die Kisten stehen, sondern hier fängt die 1 an. Hier ist das besser zu zeigen. Also das Wasser fällt hier runter, trifft auf diesen Stein und läuft einmal da hinten rein und einmal hier raus. Und hier raus wird das abgeerntet und läuft da durch. Und das in allen vier Ecken. Und ja, das Wasser ist hier unten drunter drinne, damit diese Flächen bewässert werden. Das habe ich aber im Let's Build gezeigt. Wer das sehen möchte, kann sich das Let's Build eine Etage vom neuen Weizen Tower angucken. Ja, und jede Etage ist nummeriert. Und ja, wenn ich diesen Tower komplett abernten will, schmiert mir Minecraft ab. Ja, schön, oder? Ihr könnt euren selbst einen Server, einen Bucket-Server und auch ja, Notch auf Schatz auf Notch-Server laufen, also auf einem ganz normalen Mojang-Server. Ich muss das mal auf dem Bucket-Server testen, die sind etwas stabiler, zumindest der Bucket 4.0. Ja, da ist noch gar nicht geladen da oben. Da ist er noch am Laden der obersten Etagen. Ja, bei der Aufnahme ist es etwas schwierig mit dem Laden, da werden die Chunks nicht so richtig geladen. Auf alle Fälle ist er, wie gezeigt, 255 Etagen, auf Höhe 256, 255 so. Und jede Etage ist mit Weizen voll. Und diese Etagen hier sind jeweils in der 10. alle 10 Etagen haben wir eine Aussichtsplattform, die hier mit so einem Streben, ja, ein bisschen Schmuckelement, schön verstrebt sind. Kann ich ja noch mal kurz zeigen. Wir gehen einfach mal kurz hoch hier in die Etage 9. Hier. Mit umgekippten Treppen außen, in ganz normale Treppenstufen, ist unsere Plattform hier am Turm abgestützt, damit man nicht runterfällt. Ja, hier schöner Zaun. Alles mit Glas zugemacht, damit es nicht so windig ist da drinnen. Ja, in Minecraft und windig. Ja, und ein kleines Dach oben drüber mit umgekippten Halbsteinen und Halbsteinen. Auch das könnte ich auch noch zeigen, bevor ich jetzt hier mich verabschiede. Das sind Halbsteine, die ich nach oben angepappt habe. Also da habe ich erstmal eine Erdekreis ringsum gezeigt, die nach oben gesetzt. Und hier sind ganz normale Halbsteine auf richtige Höhe, damit die in den Ecken hier, ja, die Säulen passen. Und damit man hier in den Ecken runter gucken kann und nicht eine Säule vor der Nase hat, außer die Fackel ist natürlich auch davor, habe ich, ja, zwei Säulen hingemacht. Das sieht einfach besser aus. Und ja, damit haben wir natürlich jetzt ja eine Aussichtsplattform, alle 10 Etagen eine und einmal oben aufs Dach auf der Etage. Das müsste dann die 46 sein, die ganz oben, die Etage. Und da unten ist schon Party, deswegen gehe ich jetzt gar nicht mehr runter, sondern ich verabschiede mich hier in der 8. Etage mit Blick auf dem Let's Play Haus und schmatzend. Ja. So viel Spaß. Vielleicht baut's der ein oder andere mal nach und bringt seinen eigenen Singleplayer oder vielleicht sogar einen Minecraft-Server zum Crashen.
Ja, das ist mit diesem Ding garantiert. Ihr habt es gesehen. Es lässt sich wirklich nicht schaffen. Vielleicht liegt es auch, ja, ich habe es ja auch ohne Aufnahme in der 22. Etage, also die Hälfte, probiert. Und hier haben wir die, ja, vielleicht ist es in der 1.3 dann besser. Dort sollen ja die Items dann, wenn sie auf dem Boden liegen, nicht mehr einzeln liegen, sondern als sogenannten Stack. Also dann sind, liegen da ein Item, sieht man, und 64 sind's. Vielleicht erhöht das die Performance von Minecraft, aber das läuft ja dann auch auf dem Server, weil es dann einen Singleplayer-Server gibt. Ach so, was ich noch auch noch erzählen möchte, hier in der Ecke, da stehen öfters mal die Zombies. Also nicht wundern, wenn ihr mal hier in so ein Tower hochklettert und dort in der Ecke steht dann ein Zombie. Die kommen da natürlich nicht raus, die könnt ihr dann verprügeln, kriegt dann XP für. Die Decke muss ich natürlich aus Erde machen, da ich ja hier den Farmland brauche. Und ja, im Endeffekt, jede Etage ist 4 Blöcke hoch. Und dann ist die nächste Etage drauf. Ja, da treten sie unten die Tür ein. Lasse mal machen und ich verabschiede mich jetzt. Und tschüss.